Artemjak Viliou, der da vorne mitläuft. Und wir sind an der 10-Kilometer-Marke und haben eine unfassbare Zeit, nämlich 28 Minuten und 22 Sekunden. Was bedeutet, die Herren dort vorne, die drei, mit natürlich den Pacemakern, laufen derzeit, they run 24 seconds below the world record. If we would take the time and expect the time, the finish time now, it would be 1 hour 59 minutes and 41 seconds. This is so impressive. Also es ist unglaublich, was dort vorne an der Spitze passiert. Es ist ein unglaubliches Tempo. This is incredible. The speed is so high. They about an average K about 2 minutes and 50 or 51 seconds every K. The last K was about 2 minutes and 48 seconds. Also, impressive, incredible, and yeah, exhausting. Vielen Dank, Jonas, für das Update. Thank you very much, Jonas, for the update about the men's leading pack on world record pace there for Eliud Kipchoge and Adola. Look, he's number one. He's number one. He's having a big Handbiker auf ihre Strecke. Und das sind die ersten, die wir erwarten, die durchs Brandenburger Tor kommen und auf die letzten 400 Meter dieser Zielgeraden gehen werden. Thank you.
Ihr Lieben, schön, dass ihr so früh da seid auf den Rennen hier auf der Zielgeraden des BMW Berlin Marathons. Denn gleich gibt es den ersten Grund, richtig laut zu werden hier auf den Tribünen. Denn die Hackbiker sind auf dem Weg in Richtung Ziel. Kommt gleich durchs Brandenburger Tor. Es gibt einen Führenden, der sich schon fast im gesamten Verlauf des Rennens abgesetzt hat. Das ist Josef Fritsch aus Frankreich. Also Josef Fritsch aus Frankreich, der ist der Führende und das wird der Erste sein. Ziemlich an die Teil, der da hinten durchs Brandenburger Tor kommt und dann die lange 400 Meter Zielgerade geht, den wir natürlich anfeuern wollen. Und den wir feiern wollen, to celebrate the first of the Handbikers in a few months. Wir sehen das Führungsfahrzeug, wie es in Richtung Brandenburger Tor unterwegs ist. Es wird gleich abbiegen und dann würde ich sagen, Bahn frei für den Führenden aus Frankreich, für Josef Fritsch. Nur noch wenige Momente, dann wird er durchs Brandenburger Tor fahren und da brauchen wir natürlich euch und eure Unterstützung. Jetzt gleich, jetzt ist er auf den Leinwänden zu sehen. Er geht auf die lange Zielgerade. Fordert euch nochmal auf. Bienvenue, Josef Fritsch from France. Go for it. Also, was für ein unglaubliches Rennen. Incredible race. Josef Fritsch, let's go. The winner of the 48th BMW Berlin Marathon and Handbiking, Josef Fritsch from France. Spitzengruppe hier ins Ziel, auf die, die wir hoffentlich in einigen Momenten bzw. Minuten erwarten können. Das ist die Spitzengruppe rund um Eliud Kipchoge, der Mann mit der Fabelzeit, 2 Stunden, 1 Minute und 39 Sekunden. Und dahinter, hinter dieser Gruppe, zusammen mit Biliu Andamyak, das ist der aus Äthiopien, der dann auch mitläuft mit den drei Pacemakern. Dahinter, da seht ihr Buye Adola aus Äthiopien. Der hat Tributzollen
müssen, der hat abreißen lassen müssen auf den letzten Kilometern. Der hat eine Entscheidung getroffen, man weiß es nicht genau. Er muss auf die Tempomacher jetzt verzichten. Er hört auf sein inneres Tempo wahrscheinlich, entweder weil er es gehen will oder weil er es nur noch gehen kann. Das ist die Frage, die wir natürlich nicht beantworten können, die wir erst im weiteren Verlauf dieses Rennens sehen werden. Aber man muss dazu sagen, es ist derzeit bei Kilometer 15 erst das Rennen. Da liegt noch einiges bevor. Und es heißt nicht, dass Guye Adola komplett geschlagen ist. Er läuft ein anderes Tempo. Aber das Tempo, was da vorne gelaufen wird, ist incredible. They increase it again. Sie haben es nochmal gesteigert. Das Tempo derzeit vorne an der Spitze von Eliud Kipchoge liegt 35 Sekunden unter seinem eigenen Weltrekord. 35 seconds below his own world record. This is the speed an der Spitze. Also das ist das Tempo, was vorne gelaufen wird von Eliud Kipchoge. In the lead. 35 seconds below the world record. Macht es jetzt mit diesem Lauf auf der Zielgeraden. Hier sind die nächsten Handbiker, hier ist das Finish. Und Platz 2 und Platz 3. Nächste Handbiker im Ziel. Wir schauen dann auf die Ergebnislisten. Wer Platz 2 und 3, wer Silber und Bronze bei diesem 48. BMW Berlin Marathon ergattert hat. Platz 2 können wir euch schon vermelden. Der beste Deutsche, nämlich Vico Merklein. Mit einer Stunde, 9 Minuten und 30 Sekunden. Und es sieht so aus, als wäre es Heinz Fey mit 1:09:31, aber derzeit noch zeitgleich mit Steffen Seifert aus Deutschland. Also Heinz Fey derzeit auf Platz 3, aber noch zeitgleich mit Steffen Seifert. Da müssen wir nochmal auf Schiedsgericht und auf die Zielfotos warten. Riesenapplaus für die nächsten Handbiker, die hier ins Ziel einlaufen. Und dann schauen wir nochmal auf die Elite, die unterwegs durch Berlin ist. Das sind die Frauen, die wir sehen. Wir gucken mal auf die Zeichen der Frauen. Wir gucken mal auf die Zeichen. Chip Kiwi,
ist Vera Schaaf, die ist in Tui. Läuft die Rampe vorne, der wird die Beste bei 22.50. Es ist ihr dritter Marathon, den sie hier in Berlin absolviert. Da sind sie natürlich jetzt bei 68.44. 48.44 hat die erste Zeit. 2 Kilometer 15 der vorderen Gruppe. Mit dabei auch, sie ist absehbar, die 4-Meter-Rennen beliebte Rocket-Spieler, läuft mit vorne und sie verhandelt auch um die Schule. Immer, also auch gut in die Gruppe läuft. Vorne. Und sie laufen schnell. 16 Sekunden unter Sprecher. 60 Seconds, ich glaube. Die Frau, die wir auch in den letzten Tagen präsentiert haben, die hier ihr Debüt läuft in Berlin, die noch nie einen Marathon absolviert hat und heute sozusagen die Tante ist, an der Startbühne ist. Und Kira Renato, die derzeitige US-Rekordhalterin, hat jetzt schon einen Rückstand von 27 Sekunden auf die Spitze während dieser Sequenz. Ihr Rückstand derzeit auf die Spitze. Also auch bei den Frauen ein unfassbares, schnelles Rennen. Wer der nächste Handbag hier im Ziel ankommt und sich über eure Unterstützung freut. Und 43 Sekunden, 2 hours, 9 minutes and 43 seconds ist der personal best of Bilu Andaniak und er läuft dieses, ich sage einfach mal, Teufelstempo, the devil's speed auf Eliud Kipchoge, denn es ist wirklich, wirklich sehr beeindruckend, was die Männer da vorne machen. Sie laufen wie ein Uhrwerk, wie programmiert, wie 2018, als wir Eliud hier bei dem Fahrerekord von der derzeitigen Weltrekordzeit 2:01.39 erlebt haben. It is impressive. Also die letzten Kilometer, Kilometer 18 in 2:51, Kilometer 17 2:51. To translate, K18 in 2:51, K17 in 2:51. And that means at the moment, it's world record time. And it's unbelievable because it's 45 seconds under, below the world record line. Es sieht so aus, als ob Eliud Kipchoge sich wirklich die 2-Stunden-Schallmauer als Ziel gesetzt hat. Wir sind noch nicht bei der Halbmarathon-Distanz und es kann so viel passieren. Da sehen wir es, Boye Adola, jetzt im Bild. Der Favorit, der sozusagen Herausforderer, aber auch Titelverteidiger des letzten Jahres, der hat abreißen lassen müssen, ziemlich früh nach Kilometer 10 und läuft sein eigenes Tempo. Man sieht ganz gut in seinem Stil, dass er zu kämpfen hat, guckt immer wieder auf die Uhr und schon nah im Rücken hat er jetzt gleich die nächste Tempogruppe, die hinten an ihn ranläuft. Für ihn Nachteil, aber auch Vorteil, weil er könnte sich in das neue Tempo
dann eingliedern und würde nicht mehr allein laufen. Aber hier sieht man es gut. Das ist Eliud Kipchoge. Das ist Eliud Kipchoge mit seinem kleinen Tempomacher. Wir sind gespannt. Wie lang laufen sie? Normalerweise steigt einer mindestens gleich bei der Halbmarathon-Distanz aus. Zwei machen weiter und gehen weiter, solange sie so können. Aber ab 435 denke ich, spätestens wird er allein auf sich gestellt sein. Oder wie Eliud Kipchoge. Der Mann aus Äthiopien kann noch mithalten. Was für mich eine absolute Überraschung wäre und ist. Der Mann ist 23 Jahre alt. Wie gesagt, kommt aus Äthiopien, ist einmal National Champion geworden, aber keine große Marathon-Erfahrung bislang. Das heißt, auch für ihn ist dieser Rennverlauf ein neuer und eine unbekannte. Und da seht ihr Kira D'Amato. Kira D'Amato, die Favoritin hier in Berlin bei der 48. Ausgabe, hat abreißen lassen müssen. Sie hat es nicht geschafft, vorne an der Spitzengruppe mitzulaufen. Sie hat es nicht geschafft, dem unfassbar schnellen Tempo bei den Damen, Vivian Cheptegei, die da vorne hinter den Tempomachern ein unglaubliches Tempo läuft, was derzeit weit unter Streckenrekord liegt. Und wir geben mal kurz eine Info von dem besten Deutschen, Johannes Motschmann, der ja Silbermedaillengewinner geworden ist bei den Europameisterschaften in Berlin. Johannes Motschmann läuft ebenfalls ein unglaublich gutes Rennen und unglaublich deshalb, weil die Gruppe um Johannes Motschmann derzeit auf eine Zielzeit von 20935 läuft und seine Bestzeit liegt bei 2.12.18. Vor 6 Wochen ist er in München noch einen Marathon gelaufen und jetzt ist er wieder unterwegs. Philipp Flieger macht die Pace, hat gesagt, na klar, hau ich mich rein. Das Marathon-Team Berlin vom SCC funktioniert. Und da gucken wir wieder auf die Spitzengruppe der Frauen. Auf den Leinwänden könnt ihr die Damen sehen. Ihr könnt Vivian Cheptegei sehen, Tigist Assefa, Meseret Beleza aus Äthiopien, aber auch die Debutantin Rosemarie Wanjiru. Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself. Guckt auf die Leinwände. Sie fokussieren sich. Und vor allen Dingen Eliud Kipchoge. Ich glaube, dieser Mann ist wirklich ein Überathlet, der beste Marathonläufer aller Zeiten. Und das, was er abläuft, er kann abliefern, er kann sich wirklich auf diese Läufe, auf diese Situation so akribisch vorbereiten. Er lässt sich nicht ablenken, er ist immer cool in allen Gesprächen, bei der Pressekonferenz. Er ist auch noch charming. Und er wird schneller. Ich mag es gar nicht sagen, aber er, die Tempomacher und Viliu Andamiak aus Äthiopien werden schneller. They're getting faster and faster. We're nearly 50 seconds under the world record. 50 Sekunden unter Weltrekord. Mir fehlt tatsächlich die Worte, ihr Lieben. Hier im Zielbereich, wenn wir auf die Bilder gucken, der Elite-Man. Wir sehen es, Kilometer 20, 56,44, die Gap 56 Sekunden, 5,56 seconds below the world record.
Das bedeutet 1 Stunde 59 Minuten und 43 Sekunden wäre die erwartete Zielzeit. Das wäre die 2 Stunden Schallmauer, die er brechen und einreißen würde. Aber es ist Zeit, hier auf der Zielgeraden die Handbiker zu unterstützen und auf ihre letzten Meter in Richtung Ziel zu schieben. This is the finish line of the 48 BMW Garden Marathon. Katrin Möller, die Schnellste hier im Ziel bei den Handbikern. Katrin Möller, herzlichen Glückwunsch. Mit 1 Stunde, 20 Minuten und 59 Sekunden ist Katrin Möller aus Deutschland die schnellste Handbikerin beim 48. BMW Berlin Marathon. Marathons und wir gucken auf die Spitze und das ist er, Eliud Kipchoge. Und man kann ihn gar nicht genug feiern. Wir sind gerade eben die Halbmarathonzeit durchgegangen, durchbrochen und das war eine Zeit von 59 Minuten 51 Sekunden. 59 Minutes and 51 Seconds. I have to laugh. Ich muss lachen, denn es ist eine erwartete Zielzeit. Es wäre eine erwartete Zielzeit, das müssen wir mal sagen, von 1 Stunde 59 Minuten und 41 Sekunden. 1 hour 59 minutes and 41 seconds would be the finish time. Ja. Unglaublich. Man schaut sich diesen Fokus an. Aber auch unglaublich, was der Mann dahinter macht. Biliu Andamiak aus Äthiopien. So, da guckt einer auf die Uhr von den Tempomachern. Jetzt gleich wird der erste Moment sein, wo einer der drei sagt, okay, ich bin schon mal raus. Und dann laufen noch zwei voran. Aber es gehört so viel dazu, diesen vielleicht neuen Weltrekord zu laufen. Auch Bottle Klaus, wie wir ihn so schön nennen, der Mann, der Eliud Kipchoge entlang der Strecke die Flaschen reicht. Mit einem Enthusiasmus ist er dabei, mit einer Leidenschaft. Eliud hat ihn persönlich begrüßt, nicht nur am Flughafen, sondern auch heute Morgen noch haben die beiden sich begrüßt, haben sich abgesprochen, denn er ist natürlich ein wichtiger Teil dieser neuen Mission von Eliud Kipchoge. Mehrfach ist er der Mann, ist er verantwortlich dafür, die Flaschen zu übergeben. Eliud Kipchoge, die wir jetzt nicht sehen können, weil sie viel zu weit entfernt ist. 1 Minute und 34 Sekunden. The second, the chasing group. Round about Gulia Adola, Abel Kichumba, Mark Kuria from Kenya and Bevel Yegon from Kenya is 1 Minute 34 dahinter. 1 Minute and 34 Seconds is the chasing group at the moment. And they, you can see, they run the race. Eliud Kipchoge und Andamiak Biliu. Just me and some mistakes.
auch wenn wir ihn gerade nicht sehen können, wir kümmern uns natürlich auch um die Zeiten vom vermeintlich besten Deutschen, um den Herrn Motschmann, den wir nicht vergessen haben an dieser Stelle, natürlich nicht. Johannes Motschmann, der als Unterstützer seinen Zwillingsbruder hat, auch er tatsächlich hat einen Zwillingsbruder, Lukas Motschmann. Und der läuft auf die Halbdistanz derzeit zu, hat er die 20-Kilometer-Marke mit einer Stunde, 1 Minute und 32 absolviert. Was eine erwartete Zielzeit von 2:09:48 wäre. Die Gruppe läuft viel schneller als geplant um Johannes Motschmann. Philipp Flieger macht ein Höllentempo da vorne. Klar, er weiß, er muss nicht über die volle Distanz. Jetzt geht er raus. Philipp Flieger geht just in diesem Moment raus. Und das sind die Frauen, die wir sehen. Also Johannes Motschmann nochmal nachgeliefert in einer großartigen Gruppe und das sind die Frauen, die wir hier sehen, auf die wir schauen, die auch mit einem unglaublichen Tempo laufen. Im 20-Kilometer-Split bei 1:04:43, das heißt eine erwartete Zielzeit von 2:16:32, das bedeutet automatisch auch, wenn sie denn dann ankommen würden in diesem Tempo, mit diesem Tempo, eine unheimlich gute Zeit, Streckenrekord in Berlin und man sieht es ganz gut jetzt hier, mit einem kleinen Gap zum Weltrekord nach 1 Minute. Und hier ist der erste Rennrolli, Marcel Hug aus der Schweiz. Marcel, grüezi and congratulations. And the second. Der zweite. Den erwarten wir gleich. Kilometer 25, Eliud Kipchoge. Jetzt steigt der letzte Pacemaker aus. Also Kilometer 25, habe ich mich geirrt. Ich dachte, sie halten bis zu 30 durch und leiten ihn. Jetzt, just in dem Moment, wart ihr Zeuge
Der letzte Pacemaker ist raus. The last pacemaker quit the game and quit the race. So Eliud Kipchoge is not on his own, because second is Adamyak Biliwu from Ethiopia. Also 1:11:08, das ist die aktuelle Zeit, das heißt, sie laufen rund 50 Sekunden unter der Weltrekordmarke, 15 seconds below the world record. And now it's the show, den 1:08:13. Vivian Chepkirui führt diese Gruppe derzeit an aus Kenia zusammen mit Tigida Sefa, mit Meseret Sisai Gola. Und um diese Zeit einzuordnen, der Frauen, ganz kurz die Info, 1:06:46 unter Streckenrekord liegen würde. Und wir gucken jetzt nochmal auf die Elite. Wir gucken nochmal auf Eliud Kipchoge und auf Biliwu Adamyak. Und genau das passiert, was wir prognostiziert haben. Es entsteht eine kleine Lücke. Jetzt kann man es gut sehen. Das, wie gesagt, die Spitze. Das ist Eliud Kipchoge und das ist der Mann aus Äthiopien. Adamyak, Biliwu. Und es entsteht. Ja, gute und lustige Antwort hat er gegeben, der Eliud Kipchoge, bei der Pressekonferenz am Freitag auf die Frage, are you in shape, Eliud, hat er geantwortet, this is the reason I'm here for. Also das ist der Grund, warum er in Berlin ist, und auf die Frage, was er plant, was er selbst erwartet, dann hat er gesagt, a very good race. Und er hat einen Journalist nachgefragt, er hat gesagt, was heißt denn a very good race? Und dann hat er nur gegrinst und hat gesagt, a good race. Ja, er ist überzeugt und er ist fokussiert und er hat eine Idee von dem, was er da tut.